Willkommen zurück zu Heroes of the Storm. Heute spielen wir mit Seratul, den ich noch nie zuvor gespielt habe. Das wird bestimmt super, das wird bestimmt großartig. Hoffe ich, glaube ich, ich habe keine Ahnung. Was skillen wir denn als erstes? Höhere Lebensgeneration, verstärken automatische Angriffe, klingt eigentlich nicht verkehrt. Aber es betrifft halt nur getötete Gegner. Weiß ich nicht. Reichweite von Schlitzen nehme ich mal erstmal. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Ein Skill zu nehmen, der nicht unbedingt eine Quest ist. Aber, naja, egal. Wird schon, hoffe ich, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. So, wir sind irgendwie dauerhaft im Tarnmodus, wenn ich das richtig verstanden habe. Na, also, solange wir nicht im Kampf sind. Können uns hier sogar teleportieren. Und behalten unsere Tarnung noch auf. Das hier ist, Gegner betäuben so ein bisschen. Und ein bisschen Schaden. Und das ist Schaden in der Umgebung. Wird schon, irgendwie. Ja, das fängt schon gut an. Das fängt schon gut an. Warum auch immer die mich so instant getroffen haben, ist mir ein Rätsel, aber okay. Vielleicht war es ein Glückstreffer. Ich habe nicht ganz genau drauf geachtet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe nicht ganz drauf geachtet. Aber nur gut. Dann gehen wir da halt wieder hin. Hoffen, dass wir es jetzt nochmal besser machen oder sowas. Ich weiß ja auch nicht. Oh shit. Alter, der fällt ja so schnell um. Na gut, der Turm hat mich auch angeschossen. Ist mir bewusst. Ist mir durchaus bewusst, aber dennoch, wow, da bekommt der echt viel Schaden rein. Hat der irgendwie so überhaupt und gar keine Verteidigung oder was? Machen wir es denn? Steht da gar nicht. Steht da nur lebenspunktemäßig. Lebenspunktemäßig, wir hatten schon mal Charaktere mit weniger Lebenspunkten. Ja, gehen wir hier unten lang. Vielleicht können wir irgendwas bei Mediv machen. Yay, yeah, ich hab was getötet. Ja, war klar. Okay. Ja, jetzt feuern die. Das ist unschön. Unschön gelöst. Aber ich habe was getötet. So ein bisschen. Auch nur so ein bisschen. Also Lebensregenerationskugel einsammeln wäre vielleicht nicht so verkehrt gewesen. Muss ich jetzt im Nachhinein durchaus zugeben. Ja, weil der fällt so schnell um, hat so wenig Lebensreg. Das geht gar nicht. Kills erhöhen Fähigkeitsstärke. Automatische Angriffe heilen, das klingt schon mal besser. Zumindest erstmal. Ob das so wirklich so gut funktioniert, ist mir noch ein Rätsel. Hallo? So. Nein! Ich bekomme aber auch einen Schaden rein. Und meine Güte. Ist nicht feierlich. Ich bin ja mehr im Dingens hier als sonst irgendwo. Einfach nur, damit ich ein bisschen überlebe. Also so ein bisschen. Das ist, ne? Ja, shit. Achso, das ist gar kein Stun. Okay. Sondern nur verlangsamen. Okay. Das passiert, wenn man Fähigkeiten nicht richtig liest. Das passiert hin und wieder. So. Dann gucken wir mal, ob wir das hier wenigstens erobern können, damit wir hier ein bisschen Schaden auf die gegnerische Basis machen. Oh, Alter, wie schnell der stirbt, ist wow.
Einfach nur wow. Der bekommt ja 3 Hits, weißt du, und ist tot. Halleluja. Oh Mann, und jetzt schießen die auch noch. Oh nein. Och Leute. Warum bin ich denn so scheiße? Ich weiß ja auch nicht. Sieht auf jeden Fall im Moment nicht gut aus und ich trage sehr gut dazu bei, dass es nicht gut aussieht. Ne? Das nehmen wir. Auch wenn ich nicht so oft viel getarnt bin, aber... Ne? Ja, bei Gelegenheit. Verdammt. Was mache ich denn da? Bin ja blöd. Nein, Mama, merkst du es auch noch? Ja, merke ich. Verdammt. Komm, geh weg. So, und jetzt lauf weiter. Oh Gott. Ich weiß schon, warum ich solche Charaktere eher selten spiele, bis gar nicht. Solche Stealth-Charaktere, weil ich mit denen immer nie umgehen kann. Aber ich finde gut, dass er wirklich viel unsichtbar sein kann. Nein! Oh. Es ist doch nicht wahr. Dachte, ich würde mit den anderen da noch mal den einen da umhauen, aber Pustekuchen. Einfach nur Pustekuchen. Kannst du knicken. Ja, ja. Ja, ja. So ist das. Ja, kümmert sich aber auch keiner drum, ne? Hauptsache, dass hier die Gegner ganken oder was? Ihr seid hier zu viert, Leute. Oh. Ihr könnt ja nichts einnehmen, Leute. Merkt ihr es noch? So können wir nicht gewinnen. Sorry, aber ist so. Es geht hier nun mal wirklich darum, die Altäre halt zu erobern, möglichst viele von denen hier zu haben, damit man Maximum Schaden darauf macht. Was jetzt hier in dem Fall wirklich schon schlecht für uns aussieht. Verdammt. Nee, kriegt mich diesmal nicht. Nicht dieses Mal. Oh Gott. Nein, ich renne jetzt nicht rein. Nein, ich renne jetzt nicht rein. Nein, nein, ich renne jetzt nicht rein. Ich renne rein! Hallo! Und tot. Wenn man schon Scheiße baut, dann richtig. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also ich mag Zeratul so an sich als Charakter, aber nicht, wenn ich ihn spiele. Ich bin dafür nicht geeignet oder brauche dafür sehr, sehr viel Übung. Sehr, sehr viel. Ja, Leute, hier? Nein? Na gut, dann macht er drüben. Er macht es ordentlich. So. So, und jetzt... Oh, was habt ihr da drüben gemacht? Nix habt ihr.
Ist doch wahr. Einmal mit Profis. Wo ist Wechsern, wenn man ihn braucht? Ist doch wahr. Ist doch wirklich mal wahr. Oh, jetzt ist da auch noch ein Boss. Also nicht Boss, aber halt auf jeden Fall hier so. Dingens. Hier, so ein Belagerungscamp hat hier unten angegriffen irgendwo. Was nicht sonderlich toll ist. Warum hat er mich gesehen? Ich war doch... War ich im Tarnmodus? Ich weiß es gerade nicht. Alter! Zum Glück gerade noch so irgendwie überstanden. Ich bin eigentlich der Meinung gewesen, ich war im Tarnmodus, als ich auf Gul'dan zulief, aber er hat mich einfach attackiert. War das wegen dem Portal, das da ist? Hat das Portal so eine Turmfunktion? Alles, was in der Nähe des Portals dann... Dingens ist und... Also unsichtbar ist, wird aufgedeckt. Wirkt Schaden in der Nähe Schaden zu. Okay. Wirkt Gegner in der Nähe Schaden zu. Das würde ich tatsächlich mal ausprobieren, wie das denn jetzt ist, wenn ich jetzt im Stealth-Modus einfach mal so neben Gegner stehe. Nicht im Flächeneffekt, sondern einfach mal neben Gegnern. Na, okay, gut. Mit Flächeneffekt, wenn ihr das macht, dann bin ich da natürlich ein Freund von. Ich krieg den nicht tot. Er hat auch viel zu viel Leben. Ja, es wurde ja schon mal geschrieben. Nicht auf den Tank gehen. Auf alle anderen, aber nicht auf den Tank. Such dir ein schwaches Ziel. Jemand mit wenig Lebenspunkten. Jemand wie... Wie ist er hier mit Eve? Oh, ne? So weit werde ich... Es wird noch lange dauern, bevor ich dann wirklich dann... irgendwann nicht mehr stupide auf den Tank gehe und versuche hier umzukloppen. Sondern mir erstmal die leichten Ziele vornehme. Das wird noch dauern, bis ich das begriffen habe. Vor allem, teilweise muss ich halt auch immer so schnell realisieren, wer von denen ist denn jetzt irgendwie was Schwaches, was man halt schnell umhauen kann. Gut, bei Lilly weiß es inzwischen, bei Murky auch. Ah, da hört es auch schon langsam auf. Ist es denn wahr? Wir sind immer noch mindestens einen Schuss im Rückstand. Die nehmen auch hier... keine von denen hier ein, so im Moment. Ich meine, wir kommen ja auch nicht durch, weil die viel zu gut sind. Ah, mal gucken. Das hat nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Nee, wirklich überhaupt und gar nicht. Was? Achso, das sind vier. Ja, super. Dabei hätte ich ihn fast gehabt. Ein bisschen. Aber nur fast und auch nur ein bisschen. Ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Na gut, dann halt gleich nochmal. Ich spawne! Darfst auch ruhig weiter attackieren hier. Das ist ja manchmal wirklich, weißt du, er steht neben den Gegner. Oder generell Charakter, nicht nur Ceratul, sondern generell. Und sie
Attackiert einfach die Creeps in der nächsten Nähe nicht automatisch. So überhaupt nicht. Ich meine, das hat natürlich auch den Sinn, dass er dann halt nicht versehentlich das Ziel wechselt oder sowas wahrscheinlich. Gehen wir einfach stark von aus. Oh! Ich meine, er ist noch irgendwie gestorben, aber nicht unbedingt durch mich. Nee, er ist nicht gestorben, verdammt. Ja, super. Da wollte ich dann aber daran erinnern, dass er hier das Ding hier nicht mehr aktiviert, aber nö. Nö. Gegner sind einfach viel besser. Ich brauche Gegner auf meinem Niveau. Was ist denn das für ein Niveau? Ja, gar keins. Nicht so wie hier. Der hat 10 Kills. Hallo? Ich habe 4. Ich habe immerhin 4. Das ist schon viel. Auch 9 Tode. Die macht keinen Schaden. Überhaupt nicht. Gar nichts. Oh Mann. Oh Mann. Na, das kann ja was werden. Alter, die haben ja eh gleich gewonnen. Oh. So, irgendwie haben wir es geschafft. Es war aber auch wieder viel zu knapp. Also Ceratul werde ich sehr lange nicht mehr anfassen. Auch wenn er mir grundsätzlich sehr viel Spaß macht. Ähnlich wie Illidan. Aber nö. Oh. Ach, hier geht auch an. Okay, gut. Ja, gut. Aber sieht man auch so, meine ich, so ein bisschen gezielt, dass er wirklich viel auf mich gehen, weil ich sehr schnell umfalle. Außerdem kann ich sehr tödlich sein, wenn ich mich benutzen könnte. Ich fühle mich so benutzt von mir selbst. Oh Mann. Oh Mann. Ich möchte bitte spawnen. Die Altäre nicht in die Hände des Rabenfürsten fallen. Die Festung eures Gegners fällt. Stunden später. Ich werde nicht weichen. Ich werde nicht weichen. So, ich bin wieder da. Alles wird gut. Alles wird gut, habe ich gesagt. Nein, ich habe ein 4 abgekriegt, ihr Schweine. Da habe ich die Creeps gepult. Was habe ich denn nicht gepult? Ich bin tot. Zur Abwechslung bin ich heute mal wieder tot. Yay! Oh, so knapp. Oh Mann. So wird das gar nichts. Leider. Ach doch, wir haben geschossen. Verdammt. Aber wirklich gerade so. So, und dann gucken, ob wir vielleicht das hier einnehmen können. Johanna möchte diese Festung unter Druck setzen. Ja, mach doch! Just do it! So. Ja, mal gucken, ob das auch so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Da kommt jemand an. Hallo! Oh. Aber nur weil der andere da ankam. Und ich im Dingens stand. Das war mir aber auch egal in dem Fall. Aha. Das nehme ich mal. Im Moment mache ich hier den meisten Schaden fast mit automatischen Angriffen. Ja.
So. Wenn die jetzt hier beide einnehmen, dann haben wir verkackt. Wir müssen mindestens einer von einnehmen, um überhaupt noch eine Chance zu haben, aber das wird nichts. Ne. Guck das an, der stirbt hier unten schon, da unten haben sie das auf jeden Fall. Und hier oben... Ja, Medivh macht das dann einfach. Und er geht da nicht hin, nein, er macht da irgendeinen anderen Scheiß. Statt ihn da zu unterbrechen, immer mal wieder. Als Tank. Kannst du knicken. Oh Mann. Naja. Aber es ist so ein schönes Rot. Hast du gesehen, wie schön rot das ist? Toll. Wunderschön. Gut. Es war eine eher mäßig erfolgreiche Runde für Seratul. Grundsätzlich macht er mir Spaß, aber man muss den halt definitiv ein bisschen üben, damit man halt nicht immer in jedem Effekt steht, oder nicht unbedingt in jedem Effekt steht, sondern halt sie nicht so leicht töten lässt von den Gegnern. Aber, na gut. Schauen wir mal, was beim nächsten Mal draus wird. Ich bin gespannt. Bis dahin, viel Spaß auch noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.